Grasteppich. Ein grüner Rasen, der mit einer gleichmäßigen Grasschicht bedeckt ist, ist die beste Deko für jedes Zuhause. Das Problem ist, dass das Gras eine bestimmte Zeit zum Wachsen braucht. Damit die Grasoberfläche perfekt aussieht, muss man sich viel Mühe geben. Eine Lösung ist ein bereits fertiges Gras, das in Stapeln oder Rollen geliefert wird. Ein derartiger Rasenteppich wird in Gewächshäusern auf speziellen Gestellen angebaut. Profis düngen das Gras, sorgen dafür, dass es reibungslos keimt und tun alles, um das Endergebnis zu perfektionieren. Wenn die Länge der Grashalme 8 bis 12 cm erreicht, ist die Schicht bereit, an jene Stelle transportiert zu werden, an der sie dauerhaft wachsen wird. Die Grasteppiche werden einfach auf die zuvor vorbereitete Erde gelegt. Das Gras braucht 30 Tage, damit die Wurzeln sich unter der Erde verankern. Danach unterscheidet sich das Gras nicht vom echten und sieht sogar noch viel besser aus. Poolabdeckung. Blätter, Staub und anderen Müll aus dem Pool herauszufischen, kann eine sehr mühsame Aufgabe sein. Natürlich kann der Pool immer abgedeckt werden, das kostet jedoch Zeit. Diese Konstruktion ermöglicht es, auf optimale Weise Zeit und Mühe zu sparen. Es handelt sich dabei um eine Abdeckung für den Pool, die sich selbstständig ausrollt. Der Mensch muss lediglich eine Taste auf dem Bedienfeld drücken. So eine Abdeckung kann unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel kann das eine Abdeckung sein, die auf der Pooloberfläche schwimmt. Die Kunststoffhalterungen verhindern ein Zusammenklappen. Damit nimmt die Abdeckung die gesamte Fläche ein. Eine weitere Option sind dichte schwimmende Jalousien. Deren Größe kann unterschiedlich sein, sie werden sogar auf Bestellung gefertigt. So kann wirklich jeder Pool, auch der größte, auf eine clevere Weise abgedeckt werden. Stick-It-Fliesen. Das vielleicht häufigste Material für die Dekoration von Küchen und Bädern sind Keramikfliesen. Trotz ihres attraktiven Aussehens und ihrer Langlebigkeit weisen sie auch Nachteile auf, wie zum Beispiel eine aufwendige Montage, ein beachtliches Gewicht sowie das zerbrechliche Material, das bei unachtsamer Handhabung kaputt geht. In diesem Fall dauert es sehr lange, die Beschichtung zu erneuern. Dieses Material sieht auch aus wie Fliesen, hat jedoch keiner der angeführten Nachteile. Stick-It ist die perfekte Wahl für Menschen, die schnell und einfach das Aussehen ihrer Küche oder ihres Badezimmers verändern möchten. Diese Fliese auf klebriger Basis kann nicht nur Keramik, sondern auch Glas, Naturstein und sogar Metall imitieren. Es ist bemerkenswert, dass sie an fast jeder Oberfläche befestigt werden können. Diese Fliesen zu befestigen ist ein sehr leichter Vorgang. Zuerst wird der gewünschte Bereich gemessen, um zu ermitteln, wie viele Fliesen benötigt werden. Dann wird die Oberfläche gereinigt, sie sollten sauber und fettfrei sein. Schließlich muss man nur noch die Schutzfolie von der Fliesenrückseite entfernen und die Fliese an der Wand befestigen. Das Material ist weich, sodass man ihm mit einem Messer jede gewünschte Form verleihen kann. Der letzte Schritt ist das Ausfüllen der sichtbaren Fugen mit einer Silikonmasse.
Montage eines Bodentrampolins. Ein Pool ist bei weitem nicht die einzige Unterhaltung, die man sich auf einem großen Hausgrundstück gönnen kann. Ein Trampolin kann allen Familienmitgliedern Spaß bereiten und sie auch fit halten. Dieses Bodentrampolin ist sehr sicher gebaut. Es befindet sich nicht über der Erde, sodass man beim Springen keiner zusätzlichen Gefahr ausgesetzt ist und nicht stürzen kann, wie dies bei erhöhten Trampolinen der Fall ist. Der Vorteil dieser Konstruktion ist auch, dass sie sehr schnell und einfach aufgebaut werden kann. Ein Bagger gräbt eine runde Grube. Der Metallrahmen, der als Basis für das Trampolin dient, wird von den Arbeitern direkt auf den Rasen zusammengebaut. Wenn der Rahmen zusammengebaut ist, kommt die Konstruktion in die Grube. Die Erde wird so verteilt, dass sie den Rahmen von allen Seiten fest umschließt und für die Stabilität sorgt. Die letzte Etappe ist die Bespannung. Übrigens ist das Material nicht elastisch. Da der Stoff sehr festgezogen werden muss, wird der Vorgang in der Regel von einem speziell ausgebildeten Team durchgeführt. DIY-Briefkasten. Ein schöner Innenhof besteht nicht nur aus einem grünen Rasen und Blumen. Man kann buchstäblich jedes Element dekorieren, wenn man Lust und Zeit hat. Hier seht ihr, wie man einen selbstgemachten Briefkasten erstellen kann. Er wird die Besitzer begeistern und die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen. Das Hauptmaterial ist vorgrundiertes Holz, das in den Baumärkten verkauft wird. Dies ist das perfekte Ausgangsmaterial, insbesondere dann, wenn das Holz anschließend lackiert werden soll. Um die gewünschte Größe zu bekommen, wird eine Kreissäge verwendet. Dann werden die Paneele mit Nägeln auf einem Holzrahmen befestigt. Um die Arbeit zu beschleunigen, entschied sich die Handwerkerin für eine Nagelpistole. Die Beine des Briefkastens stecken im Boden. Die empfohlene Tiefe dafür beträgt 18 cm. Der letzte Schritt ist das Bemalen. Nun kann man all seine Wünsche und Ideen umsetzen. Wanddeko. Lack, Tapeten, Gemälde, Holztafeln. Das alles ist zwar eine schöne Dekoration, sie überrascht heutzutage aber niemanden mehr. Für Menschen, die alles Ungewöhnliche lieben und gerne auffallen, ist das hier die perfekte Idee fürs Zuhause. Dies ist eine leuchtende Wandplatte, die den Raum verschönert. Die Wand hat ein einfaches Design. Für die Montage wird ein einfaches Werkzeugset benötigt, bestehend aus einem Bohrer, einem Hammer und einem Bauhefter. Um einen ausdrucksstärkeren Effekt zu erzielen, wird eine schwarze Leinwand an die Wand gehängt. Die Platte selbst besteht aus Kunststoff, was bedeutet, dass sie leicht ist und von nur einer Person aufgehängt werden kann. Ins Innere wird Wasser gegossen. An den Kanten der Paneele sind LED-Streifen angebracht. Die Wasserblasen reflektieren das Licht und man hat das Gefühl, als ob die ganze Wand leuchten würde. Die LED-Lampen können in verschiedenen Farben leuchten und die Raumatmosphäre verändern. Interessanterweise können Experten solche Paneele auch als Trennwände in den Raum einbauen.